Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Noble Horse Champion. Bevor ich viel rumquatsche, wir haben zwar 7 neue Fohlen bekommen, die zeige ich euch aber erst in der nächsten Woche, weil wir wollten uns ja heute mit den Arabern auseinandersetzen. Das sind zum Glück nicht so viele Araber. Ich habe gerade jetzt vor der Aufnahme schon jeweils bei den Stuten, bei den Hengsten aussortiert, welche ich in den Verkauf stellen möchte. Und wie ihr seht, bei den Mavaris, die stehen auch noch alle in den Verkäufen drin. Ja, die muss man jetzt halt selber rausnehmen. Die werden leider nicht automatisch nach einer Woche aus dem Verkauf genommen. Da muss man jetzt halt eben auch noch drauf achten. Aber wie gesagt, ich habe ja meine Liste hier und denen geht das schon alles. Also, wenn hier an diesen Mavaris noch Interesse besteht, schreibt mich gerne im Spiel an. Oder unter dieses Video bitte einen Kommentar hinterlassen. Und falls ihr, wie gesagt, Interesse an einem der Pferdchen habt, schreibt mich einfach an, wenn ich sie euch nochmal zeigen soll. Herrgott nochmal. Es ist aber auch immer ein bisschen schwierig mit dem Reden. Dann, wie gesagt, schreibt es mir bitte in die Kommentare und dann gucken wir mal. Okay, so, aber heute erstmal die Araber. Die habe ich mir oben da, also hier oben, also die Leiste könnt ihr da nicht sehen, da oben die, habe ich mir schon rausgesucht. Wie gesagt, die ersten sind, ich glaube, sind das Appaloosa-Fohlen? Ich glaube Appaloosa oder Painters-Fohlen. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht geguckt. Also ich habe die mir nur schon mal rausgezogen aus der Liste. Aber wie gesagt, die Fohlen haben wir nächste Woche. Jetzt kümmern wir uns erst um die Araber. So, bevor ich jetzt noch 5 Minuten um den heißen Brei rumrede, fangen wir einfach mal an. Und zwar mit Tiramisu. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen gucken. Da ist die Tati. 3, 4, 5, 6, 7. Das sind die neuen Fohlen. Die zeige ich euch nicht. Wir gehen zu Tati, genau. So. Wow, Hilfe. Tati. Tati bleibt. Tati ist über 610. Ja, 167 ist halt ein bisschen wenig, aber wir gucken mal, ob wir das vielleicht rauskriegen. So, ich wollte aber trotzdem noch was gucken. 610, 167. Genau. So, wir gehen erstmal Fohlen züchten. Eigene Hengste gucke ich mal. 610, 167. 610, 608. Ja, das ist natürlich nicht so geil, ehrlich gesagt. Okay. Meine Hengste haben sich da schon mal erledigt, würde ich sagen. Also bei den Hengsten müssen wir noch ein bisschen nachlegen hier. 610, 610, 197. Das ist gerade vom Charakter der bessere Hengst, der beste Hengst. Oha, na gut. Wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Das ist sehr schön. Die Tati, wo ist sie denn? Die ist richtig, das ist schon mal sehr schön. Ja, hier ist er. Dann können wir da schon mal rausgehen. So, dann kommen wir zu Algo. Algo bleibt auch. Den müssen wir nur in die Deckstation packen. Ich bin leider bei den Preisen so ein bisschen out of date, glaube ich. Also, ich glaube, ich muss mir da mal so ein bisschen ein Gesamtbild machen, was aktuell so Decktaxen sind. Obwohl bei den Decktaxen ist manchmal ein bisschen viel, kommt immer drauf an. Die sind natürlich jetzt nicht mehr so super special. Entschuldigung. Oh, kratzt gerade was im Hals.
Die Hengste sind natürlich nicht so super special, deswegen nehme ich da jetzt auch nicht so wirklich irgendwas Großes dafür. So, liebe Seite, du kannst gerne, danke, dich aktualisieren. Okay, dann kommen wir zu der Troller und Troller geht in den Verkauf. So. Da ist sie. Mal was gucken. Ja. Ist auch schon ein bisschen älter, aber das macht ja nichts. So, was nehmen wir denn für die Troller? Ich weiß halt auch nicht, was besser ist. Ob ich sie in die Auktion stellen soll oder nicht. Oder. Wir könnten es ja auch mal mit der Auktion versuchen, würde ich sagen. Wenn sich das Spiel irgendwann mal. Nein, nicht züchten. Aus. Nein. Versteigern. Wir fangen mal mit 5000 an. Aber dann für eine Woche. Also eine Woche möchte ich sie schon drin lassen. Okay. So. Damit ich das weiß, dass sie da drin ist. Perfekt. Passt ja fast rein. So, dann ist sie in der Auktion drin. Er bleibt. Die ist natürlich jetzt immer so ein bisschen komisch hier zu gucken. So. Der geht auch in die Deckstation rein. Er ist natürlich ein Rabicano. Und für Rabicanos nehme ich immer diesen Preis. So. Hallo Spiel, würdest du bitte die Seite aktualisieren? Herzlichen Dank, dass das so gut funktioniert. Dann kommen wir mal zu Nuevo. Nuevo bleibt aber auch. Der bleibt, auch wenn er im Charakter nicht so dolle ist, aber er hat halt das Exterieur von 209. Deswegen wird der Gute erstmal bei uns bleiben. Und er ist ein Rose Grey natürlich. Ja, eigentlich ist es ja. Ja, das ist so schwierig. Es ist echt schwierig. Mann. Es ist. Ja. Andere nehmen viel mehr dafür. Von daher alles gut. Das Blöde ist natürlich, ich stelle die Pferde immer irgendwie rein. Und muss natürlich Gebühr bezahlen. Und dann wird es hier natürlich schnell weniger, ne? Natürlich so 20, 30 Pferde reinstellt, dann kommt da auch ein kleines Sümmchen zusammen. Wenn man dann nichts verkaufen tut, das ist dann schon. Das tut dann schon weh. Wenn man dann nur 2000 vom Händler bekommt, ist das natürlich auch nicht so gut. So, Alamo haben wir jetzt hier. Was ist denn mit unserem Alamo hier? Ja, Alamo geht. In den Verkauf, beziehungsweise Verkauf, auch Auktion. Wir versuchen es halt einfach mal, ne? Verkaufen, versteigern. $2,50, 7 Tage, fertig ist die Sache. So, und raus geht er. Na komm.
Dann haben wir Tiramisu. Die Maus bleibt auch bei uns. Da versuchen wir jetzt mal ein hübsches Hengstchen für zu finden, damit wir da mal ein bisschen weiter züchten können. Was hat sie denn? 6,890. Ja, sieht halt ganz, ganz, ganz schlecht aus bei meinen Hengsten. Oh, da muss ich echt was machen. Ja, keine Chance. Dann gucke ich mal eben. Dann nehmen wir Nuevo, der hat im Exterieur 209. Ja, dann machen wir was mit ihm. Gucken wir mal, ob sie aufnimmt. Ja, danke. Die Tiramisu, ist sie denn? Dort ist sie. Also auch trächtig. Wunderbar. Dann geht sie schon mal wieder raus. Dann kommen wir zu Merano. Oh, Merano, da muss ich natürlich ein paar Sachen wegpacken. Ja, definitiv. Da muss ich erstmal die Sachen runterschmeißen. Okay, ich habe noch Platz, zum Glück. So, du Hübscher. Hallo Seite. Verkaufen, versteigern und dasselbe spielen. Ob's was wird oder nicht. Tja, das ist halt so eine Sache, ne? Okay. Wo ist er, der Gute? Da ist er. Ja, ich bin halt einfach mal gespannt, ne? Was eventuell, ob die Pferdchen verkauft werden oder nicht. Die Carla. Die Carla geht auch raus. Also ihr merkt schon, ich bin wirklich sehr, sehr arg am Aussortieren, aber muss halt einfach sein. Wir wollen ja mal neue, frische Fohlen haben, mit denen wir wieder ein bisschen was tun können. Ich habe es jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen schleifen lassen, den ganzen Pflegen und so weiter und so fort. Ich habe einfach momentan nicht die Zeit, ich finde sie einfach nicht. Und deswegen Fohlen züchten. Da befürchte ich, dass ich bei meinen... Nein. Carla wollten wir doch verkaufen. Was mache ich denn für ein Quatsch? Mann, 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 Mann. Nicht züchten. Verkaufen, Nadine. Das dauert immer bis die Seite geladen ist. Verkaufen. Handel. Beziehungsweise Versteigerung. Dasselbe Spiel wie mit den anderen. Ich mache da keine großen Operationen, wie ich jetzt was, warum so machen sollte, müsste. Basispreis fertig und ist ja eine Auktion, ne? Entweder es wird was oder es wird halt eben nichts. So, da haben wir die Tivona. Was machen wir mit Tivona? Tivona geht auch in den Verkauf, beziehungsweise... nein. In die Versteigerung. Oh, da ist sie. Tivona. Verkaufen. Versteigern. Wäre schön, wenn ich mein Pferdchen verkaufen würde. Das würde mich sehr freuen, wenn ich wüsste, dass die einen neuen Besitzer bekommen würden. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, wenn man sich halt das Beste raussucht. Und das sind die Momente. Das sind die halt einfach nicht mehr, ne? Das ist halt nur so. So, dann haben wir jetzt noch 5 Araber vor uns. Die Tatjana. Die Tatjana geht auch in den Verkauf. So. Da ist sie. Verkaufen, versteigern. So. 2,50. Ich denke, das ist ganz in Ordnung so. Und damit geht sie auch in die Auktion. Also ihr Lieben, wenn ihr da ein Pferdchen von haben wollt, dann
Müsst ihr mal ein bisschen gucken. Na? Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die Pferdchen neue Besitzer bekommen würden. Das würde mich wirklich sehr freuen. Unser Alonso, was ist denn mit dem guten Herrn? Der gute Herr geht auch in die Versteigerung. Da ist er. So, hallo. Verkaufen, versteigern. 5.000, 2,50, 7 Tage und raus ist er. So, na komm. Hallo, Seite. Danke. Dann haben wir unseren Charger. Charger bleibt. Warum bleibt Charger, obwohl er keinen guten Charakter hat, weil er im Rennen eine 27 hat? Deswegen bleibt er erstmal. Wollen wir mal gucken, sobald die Rennen drin sind, was es eventuell bringt oder was nicht. Müssen wir mal gucken. So. Wir können ja zum Beispiel übernächste Woche mal ein paar Pferdchen in die Wettbewerbe schicken oder so. Das habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Ich sage, ich hänge völlig hinterher. Ist echt schlimm, dass ich da gar nicht mehr irgendwie zum Trainieren komme. Das nervt mich auch ein bisschen selber, ehrlich gesagt. Deswegen 5.000. Und gut ist die Sache. Wie gesagt, er ist ja von den anderen Werten nicht so cool. Deswegen. So, dann haben wir jetzt noch Makato. Der Makato geht auch in den Verkauf. So. Da ist er. Makato. Du Schnuckel. So. Auch der junge Mann wird uns verlassen, in welcher Form auch immer. Hallo? Bestätigen und raus ist er auch. Na komm. Seite. Die Seite ackert mir ein bisschen zu langsam, ehrlich gesagt. Also, puh. Maraja, was machen wir denn mit dir? Du bleibst, glaube ich, noch, ne? Jupp, du bleibst. Du bist nämlich ein Dapple Rose Grey. Und dann wollen wir mal gucken. Aber ich glaube, für dich finden wir leider auch keinen vernünftigen Hengst. Die sind alle irgendwie scheiße. 6,270. Ja. Algo wäre gut. Rabicano. Naja, er ist noch ein bisschen besser. Ja. Nehmen wir jetzt Algo oder nehmen wir jetzt Crystal? Er ist vom Gesamtpotenzial besser. Renn 367. 373. Ja. Okay. Wir versuchen unser Glück, würde ich mal sagen. Ja, sehr prächtig, sehr schön. Das gefällt mir. Ja, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Die ist ein bisschen kürzer ausgefallen als die anderen. Wie gesagt, Fohlen gucken gibt es nächste Woche. Und in 2 Wochen, wenn ich es nicht vergesse, könnt mich da gerne nochmal daran erinnern, können wir ja mal ein paar Pferde in die Wettbewerbe schicken. Da kann ich ja schon mal was vorbereiten oder so. Ich glaube aber nicht, dass bis dahin... Ja, das wäre natürlich ideal, wenn bis dahin dieses Update raus wäre. Aber... sieht gerade ein bisschen doof aus irgendwie. Mal gucken. Jo... Oh, habe ich wieder eine... Ich habe eine Nachricht, die werde ich natürlich jetzt nicht in der Aufnahme öffnen. Das mache ich nicht, das ist privat. Und ich kann mir schon vorstellen, wer das ist. Ja, aber wie gesagt, das mache ich jetzt nicht auf. Gut.
Gut, ich werde mich auf jeden Fall in den nächsten Wochen mal wieder hier so ein bisschen reinlegen. Wie gesagt, ich muss trainieren unbedingt, ich muss Wettbewerbe gehen und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass ich eins von diesen schönen Araber-Ponys verkaufen kann. Es würde mich sehr freuen. Wie gesagt, die Mawaris stehen auch noch alle drin. Im normalen Verkauf, nicht in der Auktion, sondern im normalen Verkauf. Es würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ich das eine oder andere an jemanden abgeben könnte. Das würde mich sehr freuen. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Noble Horse Champion. Und ja, wie gesagt, nächste Woche gibt es Fohlen. Und wenn ich es, wie gesagt, nicht vergesse, in 2 Wochen gibt es dann Wettbewerbe. Mal was anderes. Bestimmt auch mal interessant. Okay, ihr Süßen. Bis nächste Woche. Macht's gut. Lasst euch nicht ärgern, von wem auch immer. Und ihr wisst Bescheid. Wenn ihr ein Pferdchen haben wollt, könnt ihr mich ruhig anschreiben. Ich beiße ganz bestimmt nicht. Macht's gut. Ciao, ciao.